Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wisdom Factory, thewisdomfactory.net auf Deutsch. Wir haben schon lange kein Interview gemacht und jetzt freue ich mich, dass ich Annalisa Schmalz hier habe, mit der ich über Inner Voice sprechen möchte. Denn fangen wir mal so an. Sie hat schon länger darüber erzählt und es klang immer so ein bisschen wunderbar in den Gesprächsgruppen, wo wir zusammen sind, aber ich konnte nicht so recht was damit anfangen. Und jetzt hatte mein kleiner Hund ein Trauma, jetzt rede ich schon wieder Englisch, weil halt irgendwas passiert ist, der Stuhl umgefallen und sie ist ganz erschrocken und war dann völlig zitterig und sonst was. Und das habe ich erzählt und da sagt Annalisa, oh, da können wir was machen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und sie hat dieses irgendwas gemacht und es ist wesentlich besser geworden. Sie hat jetzt wieder gegessen und ist wieder vernünftig zusammen mit dem anderen Hund. Der eine liegt hier, der andere liegt da drüben. Und ja, es hat sich jedenfalls was verändert. Und das fand ich sehr spannend und deswegen wollte ich darüber mal mit ihr reden. Was ist das eigentlich, was sie da so macht? Also das, was sie da so macht, ist Inner Voice, aber das hat sie ja nun nicht die ganze Zeit in ihrem Leben gemacht. Deswegen frage ich sie jetzt gerade mal, wo ist dein Background und wie kommst du dazu, sowas zu machen? Über zu dir. Danke erstmal für die Einladung. Ja, ich habe einen, glaube ich, ziemlich merkwürdigen Lebenslauf oder manchmal habe ich das Gefühl, wie ein paar Leben in einem Leben gelebt zu haben. Angefangen habe ich mit einer mehr mathematischen Begabung, die schon in der ersten Klasse sichtbar wurde, wo ich total begeistert war von Mathematik im Gegensatz zu allen anderen. Und ich habe dann, das hat sich durchgezogen, ich habe dann tatsächlich Mathe studiert an der Universität, an der Technischen Uni und mit Informatik als Nebenfach und bin dann, weil ich festgestellt habe, die praktische Geschichte interessiert mich viel mehr wie die pure Theorie, habe ich lange Zeit als Softwareentwicklerin gearbeitet. Und das ging ungefähr bis zum Jahr 2000, war das wirklich mein Lebensmittelpunkt, kann man sagen. Also wenn ich aus einem 3-4 Wochen langen Urlaub zurückkam, war das Erste, was ich gemacht habe, noch bevor ich die Schuhe ausgezogen habe, die neueste Fachzeitschrift anzugucken, um zu sehen, was es Neues in meiner Welt gibt. Ja. Und genau nach so einem Urlaub war das so ein für mich ziemlich erschreckender Moment, als eine innere Stimme sehr laut dazu gesagt hat, das Thema ist jetzt durch. Und ich, oh Gott, ich habe ja nichts anderes gelernt. Mathe und Informatik ist mein Leben. Und ich hatte auch so das Gefühl, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht wirklich ein Verständnis davon, was Freundschaften sind, wie andere Menschen denken. Ich war ganz in meiner eigenen Kopfwelt gefangen. Also ich habe nicht unterschieden zwischen Kollegen und Freunden zum Beispiel. Die Themen mussten halt interessant sein. Also auf Partys stand ich meistens bei den interessanten Themen und nicht bei den netten Menschen. Und dann habe ich angefangen zu suchen und ziemlich, also habe viele Fortbildungen gemacht, weil klar wurde, ich will mehr mit Menschen zu tun haben. Also Mathe habe ich auch deswegen studiert, weil ich nichts mit Menschen zu tun haben wollte oder möglichst wenig. Das war eine ganz bewusste Entscheidung nach dem Abitur. Und darüber bin ich, also über sehr viele verschiedene Ausbildungen letztlich beim Thema gelandet, das mich Bewusstsein interessiert. Habe da auch so ein paar Versuche gemacht und bin immer wieder an Grenzen gestoßen, wo ich gemerkt habe, nein, das ist es noch nicht, da will ich nicht. Und habe dann, wann habe ich das gemacht? Die Ausbildung 2021, glaube ich, eine Inner Voice Ausbildung gemacht. Und das hat mich total begeistert, wie viel Informationen ich da bekomme, wie viel ich bewirken kann. Und also ich hatte vorher schon mal eine Ausbildung gemacht, wo es mir um Mentaltraining ging und eben Glaubenssätze verändern, eher im Sinne von Konstruktivismus. Wenn ich meine Glaubenssätze ändere, ändert sich meine Welt. Und da hatte ich eben gemerkt, nein, stimmt für mich nicht so. Und mit Inner Voice konnte ich eben auch eine energetische oder geistige oder emotionale Ebene betrachten. Und das fand ich total spannend.
Du sprichst, als du mir erzählt hast, dein Entschluss nach Ungarn zu ziehen, war auch eine innere, Entschuldigung, innere Stimme. Und das ist also, bist du mit diesen inneren Stimmen, die dir plötzlich sagen, was du tun sollst, ja schon über 20 Jahre zugange. Das heißt, wenn die dir beschieden hat, dass du jetzt aufhörst mit der Mathematik und den IT-Geschichten, da musst du ja auch schon ganz schön heftig gewesen sein, sodass du wirklich drauf gehört hast und das dann gemacht hast, ne? Kannst du da mehr über die Funktion von innerer Stimme und wie du die hörst? Also das sind eigentlich eher seltene Ereignisse, wo ich eine innere Stimme höre. Das Markanteste war wirklich dieses mit der Informatik, das Thema ist jetzt durch. Ich dachte damals noch, das geht jetzt sehr schnell, dass ich was anderes mache. Aber es hat eben 20 Jahre gedauert, bis dieses andere sich nach und nach gezeigt hat, beziehungsweise ich mir das erarbeitet habe. Das hatte ich mir nicht so kompliziert vorgestellt. Und jetzt die Stimme nach Ungarn zu gehen, also ich glaube, das hat schon auch immer eine Vorbereitung. Also so ein, entweder mit aktuellen Situationen nicht mehr so glücklich und zufrieden zu sein, ein Überlegen in Alternativen, was wäre es denn? Oder ich habe mir angewöhnt, und das ist tatsächlich schon sehr alt, mir angewöhnt, mal zu gucken quasi von meinem Sterbebett aus. Welche Entscheidung müsste ich jetzt treffen, damit ich dann in Frieden gehen kann und sagen kann, das war ein gutes Leben gewesen? Wow, das ist ja eine gute Taktik, ja. Die kenne ich nicht so, muss ich sagen. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Ich stolper immer in die Sachen rein, ja, und dann bin ich dort und oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Und erst viel, viel später merke ich, dass das alles auch Schritte sind an einer langen Kette, sagen wir mal. So als wäre es vorherbestimmt, so mehr oder weniger. Aber ich höre keine Stimmen. Aber es ist ja nicht Stimmen hören in dem Sinne, wie man das so im Allgemeinen sagt, wo du dann mit Schucke bist, sondern es ist ja Ja, was anderes. genau. Genau. Und ich Ja. überprüfe das auch immer noch sehr intensiv. Also jetzt mit dem Entschluss nach Ungarn zu gehen, das war nicht innere Stimme und hops, sondern ich habe das wiederholt praktisch getestet, zum einen kinesiologisch getestet, zum anderen aber auch sowas wie auf einem Spaziergang mal geschaut, was begegnet mir da. Also ganz bewusst mich darauf eingestimmt, die Umgebung als einen Spiegel oder eine Antwort zu sehen, und habe dann beobachtet, was ich gerade denke, was ich mich frage und was dann mir ins Auge springt oder was dann passiert im Außen. Und das war letztlich dann auch ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das. So, was ich daraus höre, das ist praktisch das Ergebnis von einer spirituellen Praxis, die du mit dir machst, die Beobachtung und Ja. ja, toll. Dann gehen wir mal in das, was passiert ist. Ich mache gerade mal den Screenshare, das Objekt dessen, weil du mir das vermittelt, wo du mir das vermittelt hast, kann man das sehen? Ja. Das ist Mia, die Einjährige, ein Jahr und 3 Monate ist sie alt. Das kleine Hündchen, das einen Erzieher hatte, also der war gerade da und wir haben schöne Sachen gemacht und die Leine war an ihr noch dran und ich sollte sie rufen und da ist sie ganz freudig zu mir hergesprungen und hat dabei mit der Leine sich im Stuhl verfangen, so ein Klappstuhl und die ist lauttösend umgefallen und ab da war es sie komisch. Dann hat sie sich ganz zurückgezogen, wollte nicht mehr essen. Der andere Hund hat ihr dann immer ihr Futter weggefressen noch. Und seitdem muss ich aufpassen, dass es nicht nach wie vor noch passiert. Aber sie wollte auch gar nicht im Beisein von mir überhaupt was essen oder von jemand anderem und war ganz, ganz, ganz schüchtern. Und daraufhin hast du gesagt, ja, wir machen mal einen Termin aus. Und dann lag sie hinter mir und ich konnte, jetzt liegt sie leider auf der anderen Seite, und konnte dir die zeigen. Dann hast du was gemacht? Das ist jetzt die Frage. Also zuerst mal frage ich immer, ob ich überhaupt was tun darf. Also es geht ja darum, auch den freien Willen von Wesen zu respektieren und auch zu schauen, habe ich die Fähigkeiten oder die notwendigen Ressourcen, um mit dem Thema zu Rande zu kommen. Also Uwe Albrecht hat, ich glaube, in einem
Also ich habe nie live bei ihm einen Kurs gemacht, sondern bei Schülern von ihm. Aber also Uwe Albrecht ist derjenige, der Innerweis entwickelt hat, schon über 20 Jahre lang oder inzwischen wahrscheinlich 25 Jahre lang gibt es Innerweis. Da habe ich eben gelernt, zuerst zu fragen, weil nichts ist schlimmer, als einen Prozess anzufangen und dann ihn nicht beenden zu können. Also Themen anzureißen, die nicht wieder geschlossen werden. Und im Umkehrschluss, wenn ich die Erlaubnis habe, an einem Thema zu arbeiten, habe ich auch die Ressourcen, es zu Ende zu bringen. Also dann gilt es eben auch nicht einfach dann hinzuschmeißen, weil die Zeit um ist oder mir das zu kompliziert wird, sondern dann heißt es dranbleiben, bis der Test sagt, das Thema ist zu einem guten Ende gebracht. Also, okay. Du sagst, du fragst. Du fragst aber nicht mich als den Hundehalter, sondern du fragst den Hund, der jetzt aber hier liegt, was weiß ich, wie viele Hunderte von Kilometern von dir entfernt. Wie fragst du? Ja, genau genommen frage ich nicht so sehr den Hund, sondern die göttliche Instanz oder den Schöpfer oder das Leben, ob es mir erlaubt ist, an der Stelle etwas zu tun. Okay. Und dann natürlich ist der Hund oder die Hundeseele sozusagen ein Teil dessen. Und wenn der ein Veto hätte, dann würde ich sicher auch ein Nein bekommen. Genau. Und du sagst, du bekommst ein Nein oder ein Ja und dann sagst du, du testest das. Mhm. Wie testest du das? Wie bekommst du das Ja oder Nein? Das sind kinesiologische Tests, also mit Muskelspannung. Und wenn man das länger übt, dann geht es wirklich so mit den Fingern. Ja, also ich kann, wenn die Finger sich treffen, ist es ein Ja, und wenn die Finger sich nicht treffen, ist es ein Nein. So. Ah, okay. Und ich finde das, was man so macht, nicht? So. Das geht auch, genau. Es gibt verschiedene Arten kinesiologische Tests. Es gibt also auch mit den, also das haben wir auch bei Innerweis gelernt, im Stehen oder im Sitzen, die Arme auf den, also nach vorne führen sozusagen, und wenn die Daumen sich treffen, also gleich lang sind, die Arme gleich lang sind, dann ist es ein Ja, und wenn sie ungleich lang sind, ist es ein Nein. Kann man auch Allergien zum Beispiel mit der Methode testen, wenn man wiederholt, also man stellt sich vor, zum Beispiel man isst eine Semmel und führt dann nacheinander ein paar Mal die Arme vorm Körper zusammen. Also locker, entspannt zusammen, und wenn der Abstand... Also mehr nach unten gerichtet, ich kann das jetzt schlecht vorführen, aber mehr so vor den Oberschenkeln sozusagen zusammen. Okay. Und wenn die Daumen sich treffen, ist es ein Ja, alles gut. Wenn sie sich nicht treffen, ist es ein Nein. Und wenn sie bei wiederholten Begegnungen sozusagen der Abstand immer größer wird, dann ist es eine Allergie oder im emotionalen Bereich eine Panik. Okay. Und man könnte natürlich auch mit Körperpendel arbeiten. Also man stellt sich hin, stellt sich eine Situation vor und beobachtet, ob der Körper sich nach vor oder nach hinten neigt. Nach hinten heißt Nein, nach vorne heißt Ja. Mhm. So gibt es einfach verschiedene Methoden, wie man kinesiologisch arbeiten kann. Und das ist auch ein wichtiger Teil eben von Innerweis, diese Fragen. Genau, da habe ich dazu noch eine Frage. Also Innerweis als Name kann man sich ja vorstellen, da ist eine Weisheit im Inneren irgendwie, nicht? Ja, genau. Jetzt das andere. Also wer damit noch nie was gehört hat, davon noch nie was gehört hat, der denkt, ja, das ist ja ganz schön wuhu, nicht? Irgendwie. Worauf begründet sich das, dass es möglich ist? Also Stichwort Feld oder so? Oder also zunächst mal zu dem Thema, das ist ja Voodoo oder sowas. Also Uwe Albrecht, der das entwickelt hat, ist Schulmediziner. Mhm. Und ich habe nichts gegen Voodoo, nicht? Aber es wird ja so abwertend. Nein, aber dass es halt oft so abgewertet wird oder so spooky erscheint oder so, das ist irgendwie ja nicht in unserem normalen Wahrnehmungsspektrum, sage ich jetzt mal. Mhm. Und trotzdem sind diese Energien ja da, oder die
Emotionen sind auch was, was man nicht sehen kann und trotzdem spürt sie jeder. Das ist vielleicht ein besserer Vergleich. Auch vielleicht könnte man, dazu fällt mir gerade ein, vielleicht könnte man auch das sagen, es kennt ja wahrscheinlich jeder, dass manchmal, wenn du in einen Raum reinkommst, du machst die Tür auf und plötzlich denkst du, oh, was ist denn hier los? Ja? Oder du kommst in den Raum rauf und bist sofort hineingezogen. Nicht? Das ist ja auch was, was du nicht unbedingt festmachen kannst an einzelnen Elementen, sondern es ist einfach ein unmittelbares Gefühl von, ne? Ja, genau. Da geht man nicht rein oder Achtung oder irgend sowas, ne? Ja, genau. Ja. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ich habe es gerade. Ja, weil worauf sich das begründet, dass sowas funktionieren kann? Ich habe an vielleicht morphogenetisches Feld der Akashic Fields oder irgend sowas gedacht, von mir aus gesehen. Aber worauf begründest du das, dass das möglich ist? Dieses, wie soll ich sagen, in gewisser Weise gehst du ja in Kommunikation mit dem Hündchen, in gewisser Weise. Mhm. Du sagst über die Schöpferenergie. Aber du bist dort und das Hündchen ist da. Also was ist da so eine Grundlage, die man vielleicht nennen kann, warum das kein Wu-Wu oder Wudu oder was auch immer ist? Ja. Also wenn man, also die einfachste Form ist einfach Einfühlungsvermögen. Oder wissenschaftlich hat man festgestellt, es gibt diese Spiegelneuronen. Das heißt, wir können, und Tiere können das auch, wenn wir etwas beobachten, das in uns selber auch spüren und nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich die Grundlage von Lernen überhaupt, schätze ich mal. Kleine Kinder beobachten und spüren und lernen dadurch, sich zu bewegen, zu sprechen, welche Emotionen was sind und so weiter. Also ich denke, alles basiert darauf. Und außerdem sind wir nach meiner tiefsten Überzeugung nicht nur Körper, sondern eben auch Seele und Geist oder haben verschiedene Körper, die so konzentrisch praktisch aufgebaut sind, so wie diese russischen Babuschka-Puppen, also die so ineinander gesteckt sind praktisch. So ähnlich ist es mit uns auch. Also wir enden nicht da, wo die Haut ist, sondern dann gibt es noch verschiedene Schichten außenrum. Also Aurafotografie fotografiert zum Beispiel auch eine bestimmte Ebene davon oder Schicht. Und also es gibt so ein schönes Gleichnis auch. Also Seelen sind nicht wirklich voneinander getrennt und sind eigentlich gar nicht trennbar. Das ist ähnlich, wie man in einem Haus auch nicht sagen kann, wo die Luft von der Küche endet und die vom Wohnzimmer beginnt. Und wenn man einen Braten in den Ofen steckt, dann riecht es in der Küche natürlich am intensivsten und im Wohnzimmer am schwächsten vielleicht. Aber es verbreitet sich, es verbindet sich. Und über diese Art Verbindung kann man natürlich auch Informationen bekommen. Das ist mehr eine Frage von Übung und von Fokus. Und ich glaube, ich habe eher so ein Talent mitbekommen, dass sehr vieles in mir mitschwingt, ob ich das will oder nicht. Also das ist oft auch ein Hindernis, weil ich viele Dinge spüre, die ich vielleicht gar nicht spüren will. Oder es fühlt sich vieles wie in mir an, was gar nicht in mir ist oder zu mir gehört. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ein Talent. Ja, mir gefällt das mit dem Haus und dem Braten. Ja, ich meine, du riechst den Braten ja nicht mehr, wenn du die Türen verrammelst, nicht? Und ich denke, wir Menschen haben gelernt, die Türen zu verrammeln, sodass man beim anderen nicht mehr so gut hineinfühlen kann. Und das letztendlich, was du machst, vielleicht hast du ein natürliches Talent, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, dass es viele Menschen eigentlich alle Menschen hätten, aber es ihnen nicht mehr zugänglich ist. Ja. Und sowas, was du gemacht hast, was wahrscheinlich jeder bis zu einem gewissen Punkt lernen kann, das wieder zu entdecken. Es ist ein bisschen so, wie ich sage, jeder Mensch kann singen. Und wer heute nicht singen kann, der hat das vergraben alles. Man kann die Stimme wieder entdecken. Denn Singen ist das natürlichste Ausdruck eines Babys, eines Menschen, der zur
zur Welt kommt, nicht? Was natürlich völlig unabhängig davon ist, ob es jetzt eine große Eie singst oder so. Das geht nur um die stimmliche Ausdruck, nicht? In melodischer Form. Und genauso kann das sein mit dieser Unfähigkeit zur Empathie, sagen wir mal, oder dieser Unfähigkeit, sich zu verbinden, durch ständiges Zumachen von Türen. Und in den letzten Jahren hatten wir wirklich definitiv sämtliche Türen geschlossen gekriegt, sodass wir nicht mehr miteinander in Kommunikation treten sollten, könnten. Und wir haben es trotzdem bis zum gewissen Grad gemacht, denn bis zum gewissen Grad ist es ja auch möglich über Zoom zum Beispiel oder andere. Und das finde ich schon erstaunlich, ja, dass man dadurch, dass wir uns ansehen können, uns doch ziemlich gut auch spüren können. Es geht also sowohl um das Verbale, aber auch um das Nichtverbale. Es fehlt halt der Körper. Du siehst nicht den Körper, aber bis hierhin siehst du mich ja und ich dich. Und als wir uns dann in Person kennengelernt haben, haben wir gedacht, oh ja, die kennst du. Ja, genau. Ja, und insofern ist das sozusagen eine Krücke, eine Hilfsmöglichkeit, das wieder zu erlernen, vor allen Dingen, wenn man kein Übungsfeld um sich herum hat. Ne? Viele Leute sind ja so einsam, dass sie gar nicht sich mit jemand anders spiegeln können. Mhm. Was jetzt mit dem Hund noch ein bisschen was anderes ist, erzähl mal weiter, was du dann gemacht hast. Denn die habe ich nur ganz kurz mal vor die Kamera und dann habe ich dir die Kamera runtergehalten, wo sie gerade lag. Da liegt jetzt die andere. Ich weiß nicht, ob sie die sehen kann. Ja, die sieht man. Die Hose. Genau. Auch schwarz, ja. Ja. Jetzt erzähl mal. Ja, also ich hab dich gebeten gehabt, mir den Hund zu zeigen, weil ich damit praktisch wie einen Anker bekomme, dass ich weiß, mit was ich mich oder mit wem ich mich verbinde. Mhm. Und dann habe ich getestet, also ich kannte ja schon vorher die Geschichte mit dem Stuhl und mit dem Erzieher, mit der Ausbildung. Und wir haben so ein bisschen gerätselt gehabt oder du hattest mir so ein paar Fragen gestellt gehabt, womit es zusammenhängen kann. Und typischerweise, wenn mir jemand so Fragen stellt oder mir was erzählt dazu, dann teste ich parallel mit meinen Fingern eben, stimmt es? Ist das jetzt der Punkt, an dem wir anfangen sollen? Mhm. Und es hat sich dann ziemlich schnell rausgestellt, ja, das Thema mit dem umgefallenen Stuhl ist wichtig. Also das ist ein zentraler Punkt. Und dann gebe ich praktisch Heilfrequenzen. Also ich teste, ob der Hund was braucht, der Vorfall was braucht, vielleicht die Emotion oder eine andere Ebene was braucht. Und dann teste ich, welche Art von Heilfrequenz dieses Tier oder wenn ich mit Menschen arbeite, natürlich auch genauso, dieser Mensch dann braucht, um das zu harmonisieren. Ja, das macht mich aber jetzt ganz gespannt. Heilfrequenzen. Ja, wie machst du denn das? Machst du einen Ton oder wie erzeugst du das? Nein, ich zeig dir mal, ich habe was da. Mhm. Es gibt so einen ganz großen Kasten mit Innerweismaterialien, mit denen ich arbeite. Und da gibt es verschiedene Arten von Karten, zum Beispiel sowas. Ah, da musst du den Hintergrund wegmachen, man sieht das. Ja, nicht. Ja, genau. Man sieht mal nichts. Ja, so, genau. Sowas zum Beispiel, das sind solche sogenannte Heiler. Aha, ja. Also, gibt es verschiedene. Sind das alles so eine Art Mandala rund? Na, das ist noch ein bisschen anders. Ja. Vielleicht kannst du mir die dann nachher schicken, dann tue ich die unten, wenn ich eine Webpage mache, dann kann ich das unten zeigen. Genau. Ja, dann gibt es noch sowas wie, das nennt sich Quintessenzen. Mhm. Die sehen so aus. Mhm. Dann gibt es Karten, die nennen sich Unconscious Mind. Ich auch mal eine. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Heilfrequenzen, über 4000, glaube ich. Das sind so kleine Kärtchen. Die sehen so aus. Mhm. Und da ist einfach immer eine Nummer in der Mitte. Und das kann man sich so vorstellen, wie es gibt eine Innerweiß-Cloud, wenn man jetzt mit
Informatikbegriffen erklären wollen würde. Es gibt eine Innerwise Cloud und da sind alle Heilfrequenzen, alle Möglichkeiten hinterlegt. Und mit so einer Karte stelle ich den Link her. Und das machst du wie? Du suchst die raus und dann hältst du die fest oder was machst du damit? Oder schickst die mit Gedanken rüber oder wie machst du das? Genau, jetzt bei dem Hund habe ich in dem Fall gar nicht Karten gezogen, sondern das rein auf der geistigen Ebene gemacht. Also, mein, ja genau. Und habe einfach nur getestet, was braucht er und habe das rübergeschickt. Also das Innerweis ist, hat eine eigene Intelligenz oder also es ist ein eigenes, wie lebendiges Wesen, das man bitten kann, die passende Frequenz oder die passende Sorte von Heilfrequenz zu übertragen. Und das ist immer, also auch bei einem Hund ist es so, dass ich sage, ich biete es an. Also das Wesen, für das es gedacht ist, kann immer entscheiden, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an. Und ich spüre das in meinem Körper, ob das ankommt, ob das fließt oder ob es da noch eine Blockade gibt. Und wenn es eine Blockade gibt, frage ich manchmal, braucht es noch was dazu? Das ist oft der Fall. Und manchmal, das ist eher selten, dass ich merke, nein, dieses Wesen möchte wirklich nichts, gerade nichts. Und dann kann ich mich zum Beispiel entscheiden zu sagen, ich lege es mal in die Nähe. Du kannst, wenn du möchtest, dir später noch holen, musst aber auf keinen Fall. Weil ein Hund, also ein Tier nimmt es in der Regel an. Die meisten Menschen auch. Also es gibt seltene Ausnahmen. Und diese Karten, wenn du sagst, die ziehst du dann? Ist das so ähnlich wie wenn du Tarotkarten ziehst oder so was Ähnliches, dass du drüber gehst und dann guckst, wo zieht es dich hin und ziehst die raus? Genau, das geht intuitiv, ja. Genau. Stimmt ja meistens, ne? Auch bei ja. Anderen. Also Kinder können das ja auch hervorragend, wenn man auch von einem Homöopathen habe ich mal gehört. Also wenn man Kinder das Mittel aussuchen lässt, haben die immer einen Volltreffer. Echt? Also wenn sie nicht drüber nachdenken, sondern einfach intuitiv drauf losgehen und sagen, boah, das ist toll. Ja, weil wir ja auch im integralen Kontext sind. Da hat Wolf Mirko mit seiner integralen Psychotherapie das Buch, was er gerade überarbeitet, oder vielleicht ist es schon rausgekommen, das neue, nee, ich glaube noch nicht. Da hat er mich damals vor vielen Jahren verblüfft, wo er sagte, in den ersten Entwicklungsstufen hat man das noch, dieses Gefühl für diese, sagen wir mal, Anderwelt oder für das Unbewusste, sagen wir mal. Ne? Und das Voodoo ist ja auch sowas. Die haben ja auch das Gefühl für das, was um sie herum ist und so weiter. Und ich glaube, Menschen, die in diesem Bereich noch verwurzelt sind. Ich meine, früher haben die dann immer ihre Quellen gefunden und alles, ohne zu wissen, wo das Wasser ist. So, wir würden ausrechnen, ja, vielleicht ist da oder da oder da und finden sie nicht und die gehen einfach los und finden sie. Also und dann, sobald das Ego rankommt in der dritten Stufe und dann auch in der vierten Stufe, dann wird das wie so ein Deckel drüber geschoben und auch gerade in der fünften mit der Wissenschaft, ne, ist wie, als ist das verschwunden, diese Fähigkeit, so wie so ein Schleier drüber und dann je weiter du dich entwickelst und es dann wieder, kann der Schleier wieder zurückgehen, ne, und dann kannst du dich wieder verbinden mit diesen Urfähigkeiten im Grunde eines Wesens und nicht nur ein menschliches Wesen, die Tiere behalten das eben offensichtlich noch und Kinder eben auch, die sind noch nicht so indoktriniert im allgemeinen Fall von irgendwie, wie es zu sein hat, sondern die können noch spontan entscheiden. Ne? So die Hoffnung und die Aufforderung ist, dass wir sowas wieder entdecken, statt zu sagen, ach komm, das ist doch alles Quatsch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auf Dreiviertelweg dahin. Ich glaube, dass das geht und ich habe oft genug auch so eine Art Beweis bekommen, aber irgendwo ist immer noch was, wo sagt, das ist doch Quatsch. Ne? Also ich bin noch so, wir sind ja alle so rational erzogen worden. Ne? Da ist immer noch dieses kleine Stimmchen, die sagt, ach, du machst dich lächerlich und so. Ne? Wie ist das für dich gewesen? Wie gehst du damit um? Ich meine, du als Mathematikerin bist ja nun wirklich nicht gerade so
eingenordet auf Wu-Wu oder Wu, whatever, nicht? Ja. Und wenn du das dann übernommen hast, wie war das? Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, das hat sich im Laufe der 20 Jahre oder ja, seit ich gesagt habe oder seit ich gehört habe, gespürt habe, das Thema ist jetzt durch, hat sich das mehr und mehr gelöst. Also ich habe inzwischen, jetzt seit ich mit Innerweis arbeite insbesondere, hat sich das nochmal mehr verstärkt. Also es war vorher auch schon so da, aber mit Innerweis hat sich es noch viel mehr verstärkt, dieses ganz sichere Bewusstsein und viele, viele Beweise für mich selber, dass das wirkt, dass Geist über Materie herrscht letztlich und dass, wenn ich im Geist was ändere, sich die Materie anpasst. Also sowohl mit körperlichen Symptomen, wie aber auch, wenn ein Wunsch stark genug ist, dass ein Thema sich lösen möge sozusagen oder ich jemanden. Ich hatte hier ein Beispiel. Ich war in Ungarn angekommen und ich hatte vorher, an dem Tag, als ich das Grundstück, das Haus besichtigt hatte, eine sehr schöne Begegnung mit einem Menschen, den ich nach dem Weg gefragt hatte und der mich dann kommt hierher gefahren hat, hat sich herausgestellt, ist ein pensionierter Mathelehrer. Meine Frau ist auch Lehrerin in Rente und wir haben uns so gut unterhalten, dass er gesagt hat, na hoffentlich klappt das mit dem Haus und ich sagte, ja, dann sehen wir uns bestimmt öfter. Und dann war ich hier und habe aber das Haus nicht gefunden. Ich war ja gerade in dem Modus, ich habe mich verlaufen, ich kenne mich hier nicht aus und habe danach, bin ich mit dem Fahrrad durch den Ort gefahren und ich habe das Haus nicht wiederentdeckt. Und irgendwann habe ich es innerlich zum einen losgelassen und zum anderen gesagt, ich wünsche mir, dass ich innerhalb der nächsten 2 Wochen auf irgendeine Weise den Kontakt wieder finde. Ich würde mich gerne bei ihm melden und sagen, jetzt, es hat tatsächlich geklappt, ich bin jetzt da. Und 2 Tage später gehe ich gerade aus dem Gartentor raus und will zum Markt gehen, spricht mich eine fremde Frau an. Also die ganze Umgebung hatte schon mitgekriegt, dass ich Deutsche bin, weil der Umzugswagen stand hier mit dem deutschen Kennzeichen, alles klar. Und spricht mich an und sagt, ob ich die neue Eigentümerin bin hier. Sag ich, ja. Ja, sie wohnt, ist hier aufgewachsen. Sie, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, hat mir beschrieben, wo ihr Haus ist. Soll ich mich an Sie wenden? Und dann habe ich gesagt, ja, eine Frage hätte ich tatsächlich. Ich suche einen pensionierten Mathelehrer, der hier am Ort ist, und habe so ein bisschen beschrieben noch, ein paar Detailinfos, die ich hatte. Und plötzlich sagt sie, ja, das muss der Ignaz sein. Und beschreibt mir, wo das Haus ist. Und so einfach ging das dann, ja. Also das sind so die kleinen Wunder im Alltag. Oh Mann, also wir kennen ja die Bärbel Mohr zum Beispiel, die Bücher mit dem Wünschen, wie das funktioniert, ja, Bestellungen beim Universum. Ja, ja, das habe ich auch oft gemacht mit Parkplätzen, hat oft funktioniert, aber dann hat mir jemand mal gesagt, oder ich habe es gelesen, man soll das Universum nicht mit solchen Lappalien herausfordern und lieber das aufheben für wichtige Sachen. Daraufhin verzichte ich so ein bisschen drauf, es mit Parkplätzen zu beschäftigen. Ja. Aber ja, was jetzt meine Frage ist noch, weil ich das eben von mir kenne, diese Zweifel, die dann immer kommen, ne? Die sagen, also das ist doch Quatsch, das bildest du dir doch alles nur ein. Das ist übrigens ein Spruch, den man immer gehört hat, also den ich ganz sicher immer gehört habe als Kind. Ach, du hast eine blühende Fantasie und bildest du dir alles ja nur ein. Und diese Stimmen kommen ja immer noch, also jedenfalls bei mir. Wie gehst du mit denen um oder bist du mit denen umgegangen? Also ich sehe das auch als eine besondere Form oder spezielle Art der Blockade. Und gehe mit dem genauso um wie mit anderen Themen. Ich teste, darf ich mir das anschauen? Woher kommt es? Also ist es wichtig, mir eine bestimmte Situation in meinem Leben anzuschauen? Oder manchmal ist es eine Serie von Themen oder von Situationen. Und dann schaue ich auch, dass ich das eben harmonisiere. Und da kommen oft dann so Erkenntnisse. Ich meine, ich kann das, was in der Vergangenheit geschehen ist, nicht ungeschehen machen. Aber ich kann mein Bewusstsein davon ändern. Und ich kann auch noch das Bewusstsein der 3-Jährigen verändern, die ich damals war. Das ist wirklich spannend.
Also da, ich habe so verschiedene Erlebnisse, wo ich das Gefühl habe, die Zeit ist nicht so linear, wie wir uns das vorstellen, sondern vielleicht eher zyklisch zum Beispiel. Also ich hatte eine Zeit lang mit der Dreijährigen, die ich war, gearbeitet und jeden Tag gemerkt, wie ich mich in der Jetztzeit verändere und wieder anders mit der Dreijährigen arbeiten kann. Das war so eine Arbeit über 3 Wochen, die mir ein Innerweislehrer als Aufgabe gegeben hat. Und ich konnte wirklich beobachten, wie sich das Stückchen für Stückchen verändert. Das ist wie sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das klingt ja toll. Ich wüsste schon, ich müsste es mit der 6-Jährigen machen, die so einige komische Messages abgekriegt hat. Ja. Spannend. Ja, vielleicht tun wir uns mal zusammen und dann kannst du das an mir ausprobieren. Das können wir auch gerne mal machen, genau, wenn du möchtest. Ganz, ganz schön. Da kommen wir gleich als Überleitung zu dem Thema. Machst du das jetzt, bietest du das an für Menschen, die sich mit dir in Kontakt kommen können? Und also ich bin nicht mehr offiziell gelistet im Moment, weil ich die Bedingungen nicht erfüllt habe. Also man muss sich jedes Jahr eine bestimmte Menge an Fortbildung machen. Und ich war im ersten Jahr, war ich gelistet. Als ich fertig war mit dem Kurs, da habe ich alle Voraussetzungen erfüllt. Und in dem folgenden Jahr war ich so sehr mit mir und mit dem Integrieren dessen beschäftigt, was es braucht, um damit zu arbeiten. Also das ist die Fülle an Material mal kennenzulernen, auszuprobieren. Ich habe viel mit mir selber gearbeitet und im Freundes- und Bekanntenkreis gearbeitet, sodass ich nach einem Jahr das nicht erfüllt hatte, weil ich keine weitere Fortbildung gemacht habe und bin dann wieder von der Liste, habe mich da abgemeldet, schon mit der Idee, das kann ja sein, dass ich mich wieder eintrage. Und im Moment ist es aber so, dass ich wie meinen eigenen Stil damit entwickle. Also es ist nicht mehr, und es ist auch durchaus gewünscht oder erlaubt sozusagen, dass man also nicht nur erlaubt, sondern wirklich gewünscht, jeder Mensch hat seinen ureigenen Weg und soll nicht jemanden anderen hinterherlaufen. Sehr gut, ja. Genau. Und im Moment habe ich gerade nicht, also wenn ich jetzt wieder auf Intuition zurückkomme, ich habe gerade nicht einen starken Impuls, mich wieder listen zu lassen. Zumal ich ja jetzt auch in Ungarn sitze und nicht deutsche Besucher hier empfangen kann, sozusagen, ja. Ja, aber du machst es ja auch online, oder? So über Zoom. Ich mache es auch online, ja. Genau, und da ist ja eigentlich egal, wo du sitzt, ne? Genau, nur auf der Liste bin ich halt verortet mit einem Punkt auf der Landkarte. Ah, okay. Und in Ungarn kommt das sowieso keiner aus Deutschland zu dir, es sei denn mal zu Besuch, aber nicht um Sitzungen zu machen. Ja. Ja, also es gibt hier viele Deutsche in der Umgebung, das ist keine Frage, aber der Eintrag auf der Liste hat zu 2 Anfragen, glaube ich, geführt. 1 oder 2 Anfragen wirklich, die über die Liste kamen und keine von beiden ist letztlich was geworden. Ist es so ähnlich wie bei manchen Ferienportalen, wo ich drin war und so Airbnb, wenn du nicht in der richtigen Gegend wohnst, dann fragen sie an, aber dann kommt keiner sozusagen. Ne? Oder sie wollen nichts bezahlen, nicht? Das, sowas hatte ich auch schon mal, da wollten sie für zu viert kommen für 20 Euro, habe ich gesagt, ne, ich glaube, ihr spinnt, ja. Das ist okay, pro Person. Ja, genau. Und insofern, es muss auf anderen Wegen gehen. Das ist ja auch, erstens mal bin ich sehr daran interessiert, es zu erfahren, aber das ist auch ein Weg, dass vielleicht Leute sich angesprochen fühlen und mit dir sich in Kontakt setzen können. Ja. Magst du kurz sagen, wo? Hast du da eine E-Mail oder hast du eine Webseite schon darüber? Nein, Webseite habe ich keine. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Webseite, obwohl ich im IT-Bereich gearbeitet habe. Und auch da habe ich das Gefühl, eigentlich brauche ich keine. Es geht eher über Mund-zu-Mund-Propaganda oder vielleicht über solche Interviews wie hier. Aber ich kann dir nachher gerne, können wir ja drunter schreiben, vielleicht meine Mailadresse, wie ich erreichbar bin. Ja. Genau. Ja, spannend. Was hast du jetzt noch an zusätzlicher Information, von der du meinst, dass es wichtig ist? Für wen kommt das in Betracht?
Wie müssen die Leute oder müssen sie sich vorbereiten oder in welchem Mindset müssen sie sein? Ich denke, es könnte man schon hören aus dem, was wir gesagt haben, aber trotzdem, vielleicht kannst du es noch einmal. Ja, es gibt schon. Mit wem willst du nicht arbeiten? Sagen wir es mal so. Ich wüsste es beim Gesang, bei der Stimmentdeckung, mit wem ich nicht arbeiten wollte. Ja. Also was nicht gut funktioniert, ist, wenn jemand sagt, mach mir das weg. Also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nirgendwo. Und am besten funktioniert es, wenn jemand sehr daran interessiert ist, sich der Themen bewusst zu werden, die ihn oder sie blockieren. Also ich habe immer mehr gemerkt, Freiheit entsteht dann, wenn ich innerlich frei bin, wenn ich nicht auf irgendwelche äußeren Reize anspringe und auf eine vorhersehbare Weise mich verhalte, sondern wenn ich wirklich eine innere Freiheit habe, in jedem Moment zu entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Und dazu braucht es auch den Mut, sich Themen anzuschauen, die unangenehm sind oder wehtun, schmerzhaft sind aus der Vergangenheit. Aber die gute Nachricht ist, nicht alles ist immer quasi, Schuld ist sowieso ein falsches Wort, aber nicht alles ist auf dem eigenen Mist gewachsen. Es gibt Dinge, die man von den Ahnen mitgebracht hat, übernommen hat als Kind. Also das kennt man vielleicht von systemischen Aufstellungen. Kinder stellen sich in eine Rolle und verhalten sich dann, wie die Urgroßmutter sich verhalten hätte und leben dann praktisch etwas aus, was eigentlich gar nicht ihr eigenes ist, sondern was sie eine Rolle, in die sie reingeschlupft sind. Mhm. Und solche Themen muss man nicht genau verstehen in der Regel, weil es geht mich ja nichts an, was irgendeine andere Seele vor mir an Themen hatte. Ich kann manchmal steht es an, nochmal eine Heilungsfrequenz hinzuschicken, aber nicht das Thema auseinanderzunehmen. Das weiß die Seele selber, wie sie das heilen will und was sie dafür braucht. Mhm. Aber das ist dann oft eine Mischung aus Befreiung von solchen fremden Geschichten und Auflösen von Irrtümern. Also wir als Kinder haben auch viele Irrtümer mitgenommen, Interpretationen von Situationen, die eigentlich ganz anders waren. Ich habe zum Beispiel als Kind oft gedacht, ich bin schuld an dem Stress, der um mich rum ist. Das tun Kinder oft, ne? Genau. Um das dann aber nicht nur mental zu begreifen, sondern wirklich innerlich zu spüren, ach, da hatten die Erwachsenen ein Problem, das hatte mit mir wirklich nichts zu tun. Wenn das wirklich im Körper ankommt, dieses Wissen, dann ist es durch. Ja. Ja, und ich denke, da haben wir eigentlich alle noch so ein paar Dinge, die man bearbeiten müsste in diese Richtung. Denn ich stelle immer mal wieder fest, oh, das ist jetzt, mache ich gerade meine Mama, ja? Also imitiere ich meine Mama, ja? So. Genau. Oder was weiß ich, irgendjemand anders in der Vergangenheit. Und auch ziemlich häufig kann man, wenn man, ich nenne das ja radikale Ehrlichkeit, wenn man sich selber mit so einer Ehrlichkeit gegenübersteht, kann man viel vertuschen noch, aber irgendwann sagt man sich, genau. Da musst du jetzt nochmal hingucken. Ne? Genau, und es kann natürlich auch sein, dass man sich Themen angucken muss, wo man selber Mist gebaut hat, die man auch verdrängt hat. Und wo es eben auch darum geht, radikal ehrlich nochmal hinzuschauen, schon dann auch die Grundlagen oder also im Bewusstsein das nochmal zu verändern, aber es gilt auch hinzuschauen und nicht zu sagen, ja, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja Vergangenheit, das ist ja durch. Nein, an bestimmten Stellen ist es eben nicht durch, sondern. Ja, und wenn man das fürchtet, weil man denkt, man hat dann Schuld und man wird bestraft, ist es natürlich eine Sache. Aber wenn man mit Mitgefühl sich selber gegenüber es schafft und sagt, ich konnte damals nicht anders, weil es war so und so und so und so, es war aber nicht in Ordnung, aber deswegen bist du jetzt nicht bis aufs Lebensende schuldig, sondern wir können da irgendwie, entweder wenn du wirklich schuldig warst, dann wirst du irgendwas tun, um diese Schuld zu begleichen irgendwie. Genau. Ne? Oder ja, und aus diesem Schuldgefängnis rauszukommen. Und bei manchen bist du eben einfach, wie du sagst, das war so, dass du es nicht kapiert hast als Kind. So viel, das
Die Erwachsenen denken ja immer, die Kinder würden das alles richtig, schon richtig verstehen. Und wenn sie dir da noch nicht mal erzählen, um was es geht, wenn sie sagen, ach, das stimmt nicht, du irrst dich, ja. Das haben sie ja früher, vielleicht gibt es das heute immer noch, die Taktik bei den Eltern, den Kindern die Wahrnehmung abzusprechen, nicht? Und es hat bei mir viele, viele, viele Jahre gedauert. Ich würde fast sagen Jahrzehnte, bis ich gemerkt habe, ah, habe ich doch richtig gesehen, ja? Genau. Und damit, das konditioniert einen natürlich später im Leben auch, dass man einfach nicht glaubt, das, was man wahrnimmt und sieht und das irgendwie vertuscht und drumherum erklärt und das kann ja gar nicht sein, was ich sehe, kann gar nicht möglich sein. Ich denke sofort auch wieder an die vergangenen Jahre und was diese mit den Menschen angestellt hat. Vor allen Dingen diese komischen Spritzen, was die so getan haben und dass die Leute das jetzt nicht sehen wollen, weil sie denken, jetzt haben sie Schuld. Ne? Und alle wird über ihnen her. Aber man muss es aufarbeiten, sowohl im eigenen Interesse, denn das ist sonst im Keller und rührt darum. Ja? Genau. Und irgendwann will es dann mal hoch. Kälte oder Aggressivität hoch oder als Aggressivität gegen andere oder Selbstaggressivität. Und wenn man es einmal durchgearbeitet hat, dann kann man auch um Vergebung bitten, ja, wenn solche Dinge blöder Art passiert sind. Ne? Ja. Und da kannst du helfen. Ja, genau. Eigentlich hast du ein riesen Arbeitsfeld. Absolut. Und ein total spannendes. Ja, weil klasse. Ich selber lerne ja auch immer jedes Mal dazu. Exakt, ja. Ganz gut. Ja, du, dann danke ich dir. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Idee und wir machen mal einen Termin aus und dann kannst du mal nicht mit meinem Hündchen, sondern mal mit mir arbeiten. Das freue ich mich. Auch gerne, ja. Okay, dann werde ich mal hier die Aufnahme ausstellen und ich, alle, die das jetzt oder später natürlich anhören, bitte zögert nicht. Entweder kontaktiert ihr mich über die Anschrift, die ihr ja habt, über meine Webseite oder so oder dann direkt an Annalisa, wenn ihr die E-Mail-Adresse findet. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.